die neue Saison beginnt. Auf was können sich die Zuschauer jetzt auf die neue Saison freuen? Ja, ich denke mal auf ein paar neue Gesichter. Das ist entscheidend, dass wir jetzt auch ein bisschen Blut auffrischen können in der neuen Saison. Die Spieler, die jetzt neu zum FC Vaduz weggefunden sind, sind sicher von Charakteren her sehr gute Spieler, die schnell integriert worden sind, haben die fußballische Qualität. Und jetzt wollen wir das bestätigen, was wir in der letzten Saison gezeigt haben, dass wir in der Super League wieder würdig sind, tauglich sind und dass wir auch die Liga wieder schaffen werden. Wie persönlich gefällt es Ihnen weiterhin beim FC Vaduz Trainer zu sein? Ja, sehr, sehr professionelles Umfeld darf ich da geniessen. Leute, die auch die nötige Geduld und Besonnenheit an den Tag legen, weil als Trainer auch wichtig ist, dass man die Rückendeckung hat. Und somit freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe, die sicher spannend wird in der neuen Saison. Nein, am Schluss geht es darum, dass wir möglichst viele Punkte holen, egal gegen welchen Gegner. Es ist so, dass wir eine gute Phase hatten, zum Teil, wo wir gegen GC-Punkte geholt haben, dass wir aber auch Basel gute Spiele gemacht haben und leider nicht geholt haben. Das Ziel muss sein, dass man regelmäßig Punkte sammelt und am besten gerade von Anfang an. Was wäre eigentlich das Traumziel vom FC Vaduz? Gut, das, was wir auch letzte Saison rausgegeben haben, sehr realistisch. Ligaerhalt wäre wieder ein sehr schönes Ziel, wenn wir das noch mal realisieren können. Und den Cup wieder zu erreichen, dass wir wieder als Cup-Sieger dürfen, die Europa League spielen, so wie wir es jetzt im Moment machen. Ich denke, das sind sehr wichtige Ziele und auch realistische Ziele. Neue Saison beginnt beim FC Vaduz. Freust du dich schon auf die neue Saison? Ja, sicher. Wir haben in letzter Saison gesehen, Super League spielen ist etwas anderes. Vor mehr Zuschauern, es geht mehr darum. Die Öffentlichkeit interessiert sich mehr als in der Challenge League und das haben wir letzte Saison genossen und eben unser Ziel erreicht, dass wir hier oben bleiben. Und auf die neue Saison sind wir natürlich jetzt umso gespannter, weil jetzt haben wir mal ein Jahr gespielt, wissen ein bisschen, wie die Liga ist und so. Und unser Ziel wird wieder sein, hier oben zu bleiben und da sind wir alle motiviert, das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, letzte Saison haben wir gesehen, dass wir auch gegen gute Mannschaften haben können mithalten konnten. Jetzt haben wir noch ein, zwei Verstärkungen bekommen und ich hoffe, die werden auch gerade am Anfang können durchbrechen, aber die werden sicher ihre Zeit brauchen, bis sie an unsere Mannschaft gehen, dann an das System, an die Taktik, die der Trainer will umsetzen. Aber eben, das Grundgerüst steht von letzter Saison und da schaue ich positiv in die Zukunft. Wir persönlich haben uns relativ positiv eingestellt, weil wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, immer noch. Wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen die von San Marino und ja, sind alle fit. Und wir können es kaum erwarten, bis es losgeht. Was wünschst du persönlich beim FC Vaduz? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich so viele Einsätze wie möglich habe, dass ich eine verletzungsfreie Saison habe und dass die Mannschaft viel, viel Glück hat und ja, dass wir uns gut platzieren. Also ich denke, wenn man jetzt die ganze Saison anschaut, haben wir doch des Öfteren gesagt, dass wir Qualität haben zum Punkten. Und jetzt müssen wir auch diese Saison wieder umsetzen, um möglichst klar zu machen, dass wir auch eine Berechtigung haben in dieser Liga. Was wünschst du persönlich beim FC Vaduz? Ich wünsche mir, dass es weiter so gut läuft, ehrlich gesagt. Ich wünsche mir, dass weiterhin die Leute ins Stadion kommen, dass sie Freude haben, dass sie sich mit der Mannschaft identifizieren können, dass wir eine gute Plattform bieten, dass wir die Region und das Land gut gegen aussen vertreten können.